Abwehr schießt nicht einen Freistoß. Und zwar für Inter. Der Ball wird vom Mittelfeldspieler Bertini getreten, der zu Facchetti gibt. Facchetti stürmt nach vorn, flankt zu Anastasi. Anastasi immer noch im Ballbesitz. Gibt zu Mazzola, Mazzola noch einmal zu Anastasi auf die linke Seite. Anastasi mit links, schießt vorbei! Entschuldige, 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 Marie. Hier ist Giotto, Giotto aus Olimpico. In diesem Augenblick hat der Schiedsrichter Cornella Elfmeter gegeben, trotz aller Proteste der Mannschaft von... Wenn die Mannschaft ihres Herzens verloren hat, dann trösten sie sich mit... Trösten Sie sich. Alles hatte begonnen an einem ganz normalen Vormittag gegen Ende des Sommers. Und zwar am Freitag, dem 17. August, an dem ich mich nichts ahnend von der apokalyptischen Tragödie, die mich fortreißen sollte, noch in meinem heiteren, komfortablen, und stilvollen Apartment befand. Die Medizin für dein nervöses Mägelchen, Robby. Postal Market, die größte Verkaufsorganisation durch Bestellung. Postal Market, stabile Preise bis zu 3 Monaten. Postal Market, kaufen Sie mit dem Kopf, nicht mit den Füßen. An diesem Vormittag begaben meine Frau und ich uns mit der üblichen Gelassenheit zum Bad. Start! Der alkoholfreie, der gefällt. Der allen gefällt, weil er gut. Nur Tradition gefällt. Crodino geht in alle Welt. Amaretto di Saronno, il liquore che piace. Ja? Ah, du. Ja, wir fahren heute Vormittag. Hm? Die Modenschau in Caracas ist am 26. Ja. Selbstverständlich nehme ich meinen Robby mit. Er fährt so gern mit dem Schiff. Ist schon richtig aufgeregt. Nicht wahr, Schätzchen? Nicht wahr, Schätzchen? Ich sagte nicht wahr, Schätzchen. Ja. Natürlich. Hm. Hm? Hm? Hm. Ah. Ciao. Signora, hm? Soll ich den Smoking von Herrn Doktor auch noch mit einpacken? Ja, na sicher. Den Smoking? Wir fahren doch mit dem Schiff, du musst schon entschuldigen, wozu? Der Smoking dient zur Überquerung des Äquators, du Dummchen. Und versteck die Dollars gut, darauf steht jetzt Knast. Du glaubst wohl neuerdings, ich bin verblödet. Hier, schau her, hier hinein tue ich mein schwer verdientes Geld, meine Dollars. In meinem Gürtel trage ich die süßen kleinen Dollars. Cercando di mantenere in piedi la preclusione ormai assurda e largamente caduta nella coscienza dei cittadini. Und bald war ich, der das Meer immer gehasst hatte, auf großer Fahrt. 6000 Kilometer von Italien entfernt. Fantastisch, dieses Radio, es ist transozeanisch. Ich bekomme damit sogar Italien. Was ist, Robby? Ziehst du dich nicht an? Nein, ich muss das ganze Fußballspiel hören, Minute für Minute. Aber wir sind eingeladen vom Kapitän. Dein Kapitän, der kümmert mich um feuchten Dreck. Ah, man kommt ja um hier. Nein, du weißt, die Seeluft bringt mich um. Dieses Schiff ist noch mein Untergang. Warum konnten wir kein Flugzeug nehmen? Flugzeuge stürzen ab, Schiffe sind sicherer. Achtung, Achtung, eine Mitteilung des Kapitäns. Wir bitten alle Passagiere unverzüglich die Schwimmwesten anzulegen und sich so Wieso? Früh wie möglich... Weiß ich doch nicht. Ich wiederhole. Wir bitten alle das Passagiere ist ein unverzüglich... Ja, das Schiff bricht, Magda! Wieso? Schnell, wo sind die Rettungsringe? Wo die Westen, diese Verfluchten? Wo sind die Sicherheitsringe? Du weißt, was uns immer... Ach, so, ich hab sie schon. Das geht doch nicht. Und vor allem ganz ruhig, bleiben ruhig.
Achtung, letzte Aufforderung. Was macht man mit dieser Weste im modischen Orange? Umschnallen, du Idiot! Lass mich durch oder bleib hier! Schalte jetzt auf! Au, au, dieser Stuhl! Also mach da, warte doch auf mich! All passengers are arrested. Nun dränge doch nicht so, ich habe diesen verdammten Stuhl mit. Was soll das? Warte doch mal. Also nun beeil dich doch. Wie wird mir? Ich bin doch nicht im 9. Also was machst du jetzt schon wieder? Kommst du nun oder nicht? Robbie! Robbie! Ah! Vielleicht ein Rettungsballon. Frag, wie er funktioniert. Ah, nicht doch! Hören Sie, die alte Schaluppe, sie ist in Ohnmacht gefallen. Meine Mama, meine Frau. Ja, Applaus, Applaus für unsere sympathischen Nachzügler. Keine Was ist passiert? Beruhigen Sie sich, es ist nur eine Übung. Bei jeder Überfahrt gibt es immer welche, die glauben, es wäre eine echte Katastrophe, Signora. Und in der folgenden Nacht, während ich fest schlief und von der Wiederholung des Krimis, dein Mörder ist an Bord, träumte... Achtung, Achtung! Eine Mitteilung des Kapitäns. Wir bitten alle Passagiere unverzüglich, die Schwimmwesten anzulegen und sich so schnell wie schon wieder so eine Übung. Also dann erstens Ruhe bewahren. Ich wiederhole. Wir bitten alle Passagiere, zweitens, wo sind die Schwimmwesten? Schwimmwesten anzulegen und sich so schnell wie möglich an Deck zu den Rettungsbooten zu begeben. Und schon mitten in der Nacht ist verfluchter. Wie weit bist du? Kommst du nicht mit? An information from the captain. Sieht dir ähnlich. All passengers are requested to put on the life jackets immediately and to go as fast as possible. Magda! Wie wär's mit dem Käffchen? Mama! Magda! Mama! Magda! Stuart! Und so geschah es, dass ich aus einem 13.000 Meter tiefen ozeanischen Graben auftauchte. Spielball des Meeres, von furchterregenden Strömungen und Sturzwellen so hoch wie der Wolkenkratzer Pirelli hin und her geworfen, erreichte ich nach 22 Tagen erschöpft das Festland. Hallo, niemand hier? Bademeister! Wo ist der Bademeister? Hey! Wo ist der Swimmingpool? Bademeister! Jemand da? Abschneiden, all dieses verfluchte Gestrüpp. Was soll diese Mode von der unberührten Natur? Mach daraus einen schönen glatten Parkplatz aus Beton, ja? Ein Motel? Ich hasse Naturschutzgebiete. Und vor allem Gestrüpp. Entschuldigung, welche Richtung muss man einschlagen? Ja. Unzivilisiertes Land.
Schauen Sie, wenn man Wegweiser aufstellen würde, ein einziges Hinweisschild mit der Aufschrift hier lang nichts. Die Schwarze! Die Schwarze, bitte! Oh! Eine Schlange! Eine Schlange! Hilfe! Ein Krokodil! Nach diesen Abenteuern im Safari-Zoo war ich fix und fertig. Darum kehrte ich zum Strand zurück. Die Hitze war schrecklich. Schwankend zwischen der linken Richtung und der rechten, wählte ich die linke. Nicht so sehr aus politischer Überzeugung, als vielmehr um diesen verdammten Glutball von Sonne nicht im Gesicht zu haben. Ist noch jemand da? Wem gehört diese Jacke? Wem gehört sie? Ist er rein? Das heißt, ich bin rundherum gegangen. Ich bin auf einer Insel. Hier nun der Bericht von GR2 über den tragischen Untergang des italienischen Turboschiffes Sirio bei der Fahrt über den Atlantik. Wie bekannt gilt ein einziger Passagier als vermisst, Signor Roberto Minghelli, gemeinsam mit seiner Frau Inhaber des renommierten Konfektionshauses. Am Mikrofon haben wir Signora Magda, die Ehefrau des Vermissten. Wie ist es dazu gekommen? Ausgerechnet mein armer Robby, alles nur, weil er so dick und ist. Ich sag zu ihm, nehmen wir das Flugzeug. Nein, er muss das Schiff nehmen. Wir sind kaum drauf. Da verkündet man diesen Schiffbruch. Aber er wollte ja nicht dran glauben. Deshalb ist er jetzt nicht da. Hoffen Sie noch, ihn wiederzufinden. Ja, die Hoffnung stirbt. Ja, nie hoffen wir, dass er nicht tot ist. Vielleicht hört er mich jetzt. Robby, hörst du mich, mein armes Geschein? Magda, ich bin hier. Ich bin hier, Mama Magda. Weitere Gesellschaftsnachrichten. Auf der Durchreise in Moskau wird der Schauspieler Richard Burton Elizabeth Taylor zum zweiten Mal heiraten. Orthodoxen Ritus. Ruhig, Robby. Ich muss ganz ruhig bleiben. Ich muss sie bewahren. Ja, die Ruhe muss ich bewahren. Überprüfung der Lage. Nehmen wir erstens die Minuspunkte. Ich befinde mich einsam und allein auf einer völlig verlassenen Insel. Zweitens, ich bin ohne die geringste Spur von Lebensmitteln. Drittens, dafür gibt es schrecklich viel wilde Tiere. Viertens, mit der Außenwelt kann ich nicht in Verbindung treten. Als Pluspunkte wären aufzuführen, nicht einen. Jedoch ich, ein zivilisierter Mensch, ausgestattet mit Vernunft und Verstand, packte entschlossen meine Probleme in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit an. Erstens, die Ernährung. Kokosnuss. Tropenfrucht mit erfrischender Milch, die meinen Durst und Hunger stillen wird.
öffnen. So. Bumerang. Typische Kriegswaffe, mit der sich der Ureinwohner Australiens sowohl Nahrung als auch Jagdbeute beschafft. Parlez-vous français? Ausländer, was? Usted habla español? Schau her. Ja. Nun ja, nach dem Leitfaden für den kleinen katholischen Forscher müsste er genau an den Punkt zurückkehren, von dem er aus geworfen worden ist. Ich hatte eine tödliche Waffe konstruiert, mit deren Hilfe es mir gelingen würde, über das reichlich vorhandene Wild der Insel zu verfügen. Ein Riesenomelett. Ich mache mir ein Riesenomelett. Wer sind Sie? Die Mama. Moment. Oh, verzeihen Sie. Warten Sie. Hier bitte, ich bringe alles wieder in Ordnung. Damit sie wieder fein brüten können und sie nicht stören lassen. Arrivederci, Signorina. Oh, der kleine Bambino. Es war ein Missverständnis. Ist mir sehr peinlich. Als mein Hunger halluzinatorische Ausmaße angenommen hatte, kam mir die Natur zu Hilfe, wie immer verschwenderisch mit opulenten Geschenken für den Menschen. Eine Mango.
weit verbreitete bekannte Tropenfrucht mit süßem Fruchtfleisch. Na, voller Saft. Jetzt esse ich dich. Am Ende dieser demütigenden Versuche gelang es mir, das Problem insofern zu lösen, als ich mir eine schöne Portion Bandennudeln auf Miesmuschel zubereitete. Ob man sie vielleicht nicht lieber dünstet? Daraufhin nahm ich Problem Nummer 2 in Angriff. Das Feuer. Ich begann mit der Methode der primitiven am mittleren Amazonas. 2 trockene Äste reiben, bis Funken und Feuer entstehen. Problem Nummer 3. Das Haus. Ich ließ mich von der Edition der Gebrüder Fabri inspirieren, die als Taschenbuch vorliegen, und nahm mir die Natur zum Vorbild. Nämlich das Rotschwänzchen, auch Geometervogel genannt, wegen seiner ungeheuren Geschicklichkeit im Nestbau. Ich bemächtigte mich völlig seiner Geheimnisse. Der einzige Trost, das Wetter, das auf den Tropeninseln immer herrlich ist. Welch ein merkwürdiges Gefühl. Ich spürte, dass an jenem Ort etwas Magisches in der Luft lag, als wäre jemand anwesend, der mich aus der Ferne beobachtete. Jemand, der viele Jahre zuvor in derselben Höhle gelebt hatte. Hören Sie, eben vor dem Eingang, da wollten Sie mir etwas sagen, nicht wahr? Also, und jetzt machen Sie gefälligst Schluss damit, den Hanswurst zu spielen, sonst röste ich Sie auf den Grill.
Also, wer wohnte vorher in dieser Höhle, hä? Ein mit Kerken versehener Bambusstab, der dazu gedient haben musste, die Zeit zu messen, rief mir etwas Vages ins Gedächtnis zurück, das ich in meiner Jugend gelesen hatte. Hier lebte ich 27 Jahre mit meinem getreuen Freitag. Ich überlasse alles, was ich auf dieser Welt besitze, dem Unglücklichen, dem das Missgeschick widerfahren wird, nahe dieser verlassenen Insel Schiffbruch zu erleiden. Gezeichnet Robinson Crusoe. Nach einem Monat harter Arbeit hatte der schreckliche Ort sein ehemaliges Aussehen wieder erlangt. Robinson wäre stolz auf mich gewesen. Ich war es weniger. Verzeihen Sie, stellen Sie sich bitte hierher. Das nächste Mal pasteurisiert, ist das klar? Die Tage vergingen in scheußlicher Monotonie. Um zu überleben, machte ich mich auf der Insel zu schaffen. Da staunen Sie, was menschliche Intelligenz alles vermag. Dies ist eine Falle. Ich habe sie so angelegt, dass in sie mit Sicherheit ein besonders dämliches Vieh tappen wird. Das sind die Früchte meines Geistes. Ich habe nämlich Kaufmann gelernt, müssen Sie wissen. Ich wurde von Fluchtträumen verfolgt und gab die Hoffnung auf ein vorbeifahrendes Schiff nicht auf. Und beschloss dann, selbst eins zu bauen. Nach alten nautischen Büchern. Verflucht! Verzeihung, muss sein. Tagen und Nächten intensivster Arbeit war es mir gelungen, ein stabiles und hochseetüchtiges Boot zu bauen. Tja. Das Genie des Menschen hat die Widrigkeit des Schicksals überwunden. Ist das klar? Was glotzt du so? Italienische Flagge? No. Panamesische. Das spart Steuern, verstanden? Also, ich taufe dich Robinson der Zweite. Jedoch, ich resignierte nicht. Wir bringen den Seewetterbericht. Mittleres Mittelmeer, ruhige See. Windstille. Diesmal stechen wir wirklich in See, verehrtester. Und Sie werden Teil der Mannschaft sein, ist das klar? Und die Signorina wird uns noch einmal, wie gewohnt, die gute, durststillende Milch liefern.
Meeresguck, ist das klar? Scheiß Insel, verfluchte! Jetzt kannst du mich! Das ist ein Hai! Hey, weg da, verschwinden Sie! Weg vom Floß! Oder Sie bekommen von mir einen Stich! Nein, nein! Es war doch nur ein Scherz! Habe ich nur aus Spaß gesagt! Wer wird denn so nachtragend sein? Und mit dem Floß, verschlungen von jenem monströsen schwarzen Hai, büßte ich auch meine letzte Verbindung mit der zivilisierten Welt ein. Mein geliebtes Armbandradio. Jetzt war ich wirklich allein. Hier ist wieder das Stadio Olimpico in Rom. In diesem Augenblick hat Schiedsrichter Cornella... Jawohl, in diesem Augenblick hat er Elfmeter für Lazio gegeben. Verfluchter Idiot! An diesem Sonntagnachmittag fand das gewohnte Kartenspielchen mit den Freunden bei mir statt. Komm schon raus! Ich passe. Ein Hunderter. Passe auch. 100 haben Sie gesagt. Sie gucken mir in die Karten, was soll das? Sie geben den Zeichen. Oh, entschuldigt einen Moment, Telefon. Würden Sie vielleicht an meinem Platz weiterspielen, ja, wenn's recht ist? Pronto? Pina, warum rufst du mich an? Ich habe das Haus voller Leute. Sie. Und ob ich? Sie, an derselben Stelle. Sie. Ciao.
Entschuldigen Sie, ich habe da eine Verpflichtung, wissen Sie? Ja, spielen Sie ruhig für mich weiter, wir rechnen nachher ab. Schau, Pina, entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Wie schön wir heute wieder sind. Warst wohl beim Friseur, hm? Pina, sag die Wahrheit, tust du das nur, um mich eifersüchtig zu machen? Oder weil du weißt, dass ich verrückt bin nach Margoni? Oh. Pina, ich bin ja so allein. Pina, ich bin so allein. Ich bin allein. Ich bin allein, allein. Sind wir wieder in Monte Carlo zum großen Preis von Monte Carlo. Da ist Cleo Regazzoni, Fittipaldi und Niki Lauda, der uns urplötzlich von links überholt. Wir fahren zum ersten Mal an den Tribünen vorbei und grüßen Fürst Rainier. Starke Alter, ein wahrer Zusammenbruch. Da ist auch Elsa Martinelli und natürlich Ira. Alle sehr alt geworden. Niki Lauda wieder von der Linken. Alain Delon, auch alt geworden. Ein Erwachsener, ein Student. Entschuldigen Sie bitte. Ist doch noch frei? Nein, entschuldigen Sie bitte. Danke. Und wie ist mit Ihnen da? Ja? Entschuldigen Sie, ja. Entschuldigen Sie. Danke. Danke. Entschuldigen Sie. Was zeigen die gerade? Das Meer. Sie zeigen das Meer. Schon wieder das Meer. Nein, nein, ich schlafe nicht. Leider hatte ich den Koffer meiner Frau aufgefischt. Zum Bersten gefüllt mit all dem Scheißdreck, den sie immer mitnahm. Viel zu teure Kleider, kostspielige Unterröcke, schrecklich durchsichtige Schlüpfer, Perücken, Cremes, Parfums, Deodorants und immer wieder dieser verfluchten Fummel. Schließlich etwas, was mich mit Freude und Bedauern erfüllte. Mein alter, verhasster Smoking. Erinnerung an vergangene Zeiten. Brooklyn, der Kaugenuss. Glatt, durch Glättex Beinenthaarungsmittel, das Haar gestutzt mit Bella, der immer scharfen Nagelschere, hatte ich wieder das Aussehen, aber nicht den Gang eines zivilisierten Menschen angenommen. Die Schuhe waren zu Fußangeln geworden.
Schöne Frau, was? Nein? Aber sie ist steinreich. Ich gehe aus und ich lege Ihnen ans Herz, öffnen Sie niemandem. Ist sowieso keiner da. Buonasera. Wir sehen uns noch. Ciao. Ciao, Carla. Ich rufe dich später an. Oder wir sehen uns im Hause Nori, nicht wahr? Ich spüre geradezu körperlich, dass hinter meinem Rücken jemand steht, dem das, was ich male, nicht gefällt. Aber das Genie lässt sich nicht dadurch beeindrucken. Ich bete sie an. Ich bete sie an, diese Landschaft. Oh, ein herrlicher Duft. Ihnen gefällt das Zeug da, was? Aber... Avez-vous die Halluzination, quelquefois? Das heißt, haben Sie manchmal Halluzination? Nein? Ich? Ja. Ein Kanu!
Diesmal verschwinde ich auf Nimmerwiedersehen. Hey, was machst du? Der Strom ist jetzt zurückgebrochen. Du zerschlägst mir das Kanu. Hör auf, sonst zerschlage ich dir die Fresse. Hey, du sollst Schluss machen. Willst du mich auf diese verfluchten Insel blockieren? Aber vorher gehst du Wasser saufen. Ich ertränke dich. Dich krieg ich noch unter. Das ist ja... Du bist ja eine... Du bist Freitag. Und ich... Ich bin Robinson. Warte, hab keine Angst. Warte! Wo bist du denn hin? So, warte doch, Arschverfluchtes! Schon wieder. Halt! Das habe ich doch nicht zu dir gesagt. Warte! Warte! Warte auf mich! Wo willst du hin? Pass auf! Ich krieg dich noch! Bitte, Signorina, gehen Sie in die Falle! Wenn ich dich erwische, dir werde ich es zeigen! Oh, Vorsicht, Vorsicht! Ich will runter! Nimm den Strick, nimm bitte den Strick und fest dran ziehen, ja? Den da und gib mir die Hand! Oh weh, oh weh, alles tut mir weh, mein Kopf auch. Oh weh, und dann noch, ja was denn noch? Ich hab mir Hand verstaucht. Danke, danke. Hä? Verstehst keine Spur von dem, was ich sage, nicht wahr? Ich für meinen Teil fange aber allmählich an zu verstehen, wie vor 200 Jahren die Dinge wirklich vor sich gegangen sind zwischen Robinson Crusoe und seinem Freitag. Du bist der lebende Beweis dafür, dass ihre Beziehungen nicht so waren. Nicht so waren, wie sie in diesem jugendfreien Buch beschrieben worden sind. Weißt du, da wo ich zu Hause bin, da gibt es viele solche Mädchen wie du. Natürlich nicht so... Nicht so attraktiv. Sie kommen zu uns als Halbtagskraft und manche von ihnen auch als... Als Kraft mit allem Drum und Dran. Verstehst du, was das bedeutet, Drum und Dran? Da, wo die zu Ende sind, da möchte ich Beißerchen machen. Was willst du denn damit? Mugugni di Boa. Ein Spielerchen machen. Mugugni di Boa. Mugugni. Ihr überraschendes Verhalten machte mich praktisch sprachlos.
Schelmin, du. Ich habe dich gehört, weißt du. Und jetzt kommt dein Robinson rein und macht Klaps, Klaps auf dein süßes kleines Popolchen. Ja, wo bist du denn? Und Hilfe! Hilfe! Verzeihen Sie, verehrter Senior King Kong! Verzeihen Sie, ich habe Sie aus Versehen betatscht! Ich hatte noch nie Beziehung zu Orangutans Ihrer Größe! Hilfe! Macumbier, Macumbier! Mahu? Mahu? Ich? Gut, ich komme raus, aber sind Sie sicher, dass Sie mit dem Herrn Doktor alle Missverständnisse geklärt haben? Makuya, Makuya. Shamia, Shamia. Paki. Mahu? Blume. Blume. Hm? Blume. Onoba. Ja, ja, und... Onoba. 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 Ja, ist ja fast dasselbe. Molna. Oh, oh, Molma. Molna. Molna. Füttern. Abaka. Ah, Abaka. 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 Das wird ja schon. Ich, Robby, du, Freitag. Aber nein, ich, Robby, du, Freitag. Aber nein, ich, Robby, du, Freitag. Blödsinn, ich bin Robby und du, Freitag. Blödsinn, ich bin Robby und du, Freitag. Oh, warte, ich habe eine geniale Idee. Ich, Freitag, du, Robby. Ah, ich, Freitag und du, Robby. Genau, bravissimo. Und jetzt... Laufen, 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 laufen. Ja, laufen. Warte, jetzt dies. Erstmal. Atmen, ja, atmen. Und laufen. Laufen, atmen. Laufen, ja. Atmen. Laufen, atmen, laufen. Atmen, ja. Atmen. Oh. Bumsen, bumsen. Bumsen. Ja, bumsen. Du auch. Ich bumsen, auch. Hier, machen wir es doch gleich hier. Schlagen wir hier unser bumsen. Kleines Klappbett auf. Laufen, ja. Atmen. Aber bumsen. Hey. Laufen, atmen. Nicht bumsen. Doch, nicht doch. Laufen. Wo bist du denn hin? Aber wir wollten doch hier. Bumsen. Bleib doch stehen. Was hast du denn verstanden? Bumsen, bumsen. Nein. Atmen, laufen, bumsen. Bauki Akara? Baka? Baka? Freitag. Ja? Wasser, bitte. Wasser. Danke. Bitte, Robby. Bravo. Kompliment. Du machst wirklich Fortschritte. Also, man kann sagen, du verstehst mich. Einwandfrei, ja? Ja. Ich verstehe alles. Das heißt, wir beide sind Freunde. Ja. Freunde? Ja, Freunde. Ich, dein Freundin? Mhm. Du? Mein Freundin? Nein. Genau dahin wollte ich dich haben. Ich bin nicht deine Freundin, ich bin nicht deine Freundin, ich bin dein Freund. Das heißt, ich bin ein behaarter Mann. Und du bist einen Frau, Frau, Frau. Eine Frau, Frau. Und zwar eine perfekte. Und weiter, Mann und Frau? Allein? Ganz allein auf dieser Insel. Und er, der Mann, seit 27 Monaten hat er nicht, lebt in Abstinenz und sind alleine. Also was machen Sie? Was machen Sie?
Was machen Mann, Frau, cheaten zusammen? Aber was sind denn das für Bräuche? Schießen Vögel. Schießen. Man schießt, man jagt Vögel, wunderbar. Und nachdem sie zusammen gejagt haben, kehren sie nach Hause zurück. Und Mann, 27 Monate abstinent. Und Frau, was machen die? Was machen die? Hä? Mann, Frau, viel essen. Viel essen, einverstanden. Also sie sind gegangen, eine Vögel schießen, haben ein gewaltiges Fresschen gemacht, sind richtig schön satt und kehren nach Hause zurück. Und was machen sie? Sie machen? Nach 27 Monaten Abstinenz. Sie machen? Was machen sie? Zin-Zin. Zin-Zin? Was heißt das, Zin-Zin? Zin-Zin. Also heißt... Na, dann machen wir es doch nicht lange gezögert. Freitag und Robin, nicht Zinzin. Wieso? Warum nicht Zinzin? Du kommen. Ich erkläre. Aber wir... Du kommen. Aber das kannst du mir doch im Haus erklären. Ich erkläre. Also schön. Etwas luftig dafür. Er nicht wollen. Wer ist er? Großer Gott Magda. Hilfe! Magda! Obwohl, hat ein bisschen was von meiner Frau. Großer Gott Magda sehr streng. Er sagen, Jungfrau können liegen. Können liegen mit Mann. Auf dieser Insel erst nach 2 Monden. Ich habe Kanu zerbrochen, damit du bleibst auf Insel. Ah, Capito, aber wenn das so ist, warum wir nicht liegen sofort? Ich kann, wenn... Weil großer Gott mag du. Wenn ich machen vor 2 Monden, mit dir machen sind 10, werden sehr, sehr zornig. Aber Freitag, mein Freitaghähnchen, ist es denn wirklich noch möglich, dass ein Gott, und sei es Magdu, nach der Kulturrevolution, dem Mai in Frankreich, dem Eurokommunismus, dem historischen Kompromiss in vor allem den Frauenzeitschriften und dem Feminismus dasteht und sagt, du darfst nicht Zinzin machen? Aber das ist doch Wahnsinn, entschuldige, das ist doch Wahnsinn! Aber Gott Magdu werden zornig. Wir nichts können tun gegen seinen Befehl. Wie heißt denn noch dein komischer Dings da? Magdu. Aus Sardinien, was? Magdu! Du bist ein Arschloch! Ihn nicht kümmern dein Gesicht, Robby, und deine schlimmen Worte. Er nur wütend, wenn du beleidigen Insel. Oder wenn du mich berühren, bevor vergangen 2 Monde. Aber Freitaghähnchen, du bist doch immer so zärtlich zu mir. Warum zum Kuckuck wollen wir denn nicht... Es hat sich eine ganz leichte Brise erhoben, nicht wahr? Kein Brise! Er ist schon wütend! Was sagt man dazu? Du bist von einer Dickköpfigkeit, die erschreckend ist. Ich beweise es dir. Alles nur Aberglaube. Avanti! Hilfe, Hilfe! Mach du! Was willst du denn? Ach, du bist... Ich habe Durst. Mucke? Das weg. Was willst du denn? Seit 27 Monaten versuche ich das aufzukriegen, aber das Aas geht nicht auf. Es geht nicht auf. Aufschrauben. Bukoa. Aufschrauben. Schmeckt gut, Robby, trinken. Es gibt einen Mechanismus. Gut. Robby, komm mit. Aber es ist gerade so schön. Wo willst du denn hin? Nicht einen Augenblick Ruhe hat man.
hast du? Nichts. Warum du traurig? Robby, es ist schön hier. Und ob es schön ist, wunderschön. Die Sonne scheint, aber nach meinen Berechnungen auf dem Stab. Auf dem Stab mit den Kerben, da müsste jetzt in meiner Heimat Weihnachten sein. Weihnachten? Mhm. Was ist Weihnachten? Tja, Weihnachten. Wie Geburtstag ist das. Kurz gesagt, ein Fest erfunden vom Kaufmannsverband. Nun, ein Tag, an dem sie alle etwas geben. Geschenke. Geschenke? Das kennst du natürlich nicht. Aber wie soll ich dir das erklären? Also stell dir mal vor, Geschenke. Geschenke sind ein völlig sinnloser Austausch und einmal da habe ich 72 gleiche Taschenkalender geschenkt bekommen. Mit einer Marmorkugel dran. Wohl an die 15 Tonnen schwer. Für mich, weißt du, ist das einzig schöne Geschenk der Weihnachtsstollen. Den möchte ich jetzt gern essen. Reinbeißen möchte ich. Und das mein Geschenk. Man hört mehr. Man hört das Meer. Man hört das Meer. Seit 27 Monaten höre ich das Meer. Das ist so, als gäbe man mir Tritt in den Arsch. Ich will Fernsehen, Capito. Ich will einen Fernseher. Robby, kann ich nicht machen, Fernsehen? Meine Damen und Herren, guten Abend. Mhm. Castro Caro 3 übertragen Ihnen Festival Volkslieder. Mhm. Wunderbar. Agdonei ratini, agdonei bene, agdonei ratini, agdonei bene, idoma is anu, osido mele, idoma is anu, osido mele, agdonei ratini, agdonei bene, agdonei ratini, agdonei bene. Sind die üblichen Volkslieder. Sie haben mich Senior Robinson zu nennen, claro? Robby! Hm? Essen fertig? Wieder Fisch. Schon vom Wort wird mir übel. Heute kein Fisch, heute Nakumboa? Eine Nakumboa? Du hast gefangen eine Ente. Naja, in 400 Meter Höhe, kein Problem. Und wie hast du sie gefangen, diese Nakumboa? War leicht das? Wieso leicht? Hab genommen deine Waffe. Was? Nein, rühr sie nicht an, das ist eine tödliche Waffe, eine kriminelle. Wirklich leicht ist, schau her. Na, leicht. Du bist tüchtig, weißt du? Warum tüchtig? Du nicht wissen umgehen mit deiner Waffe? Ich habe nur ein paar Schwierigkeiten in der letzten Phase des Rückflugs. Du nicht verstehen jagen. Du nicht verstehen fischen. Du nicht verstehen kochen Fleisch. Jetzt hör mal zu, Freitag. Ich bin ein Mensch auf hoher Zivilisationsstufe und wenn ich Verlangen nach Fisch habe, nehme ich das hier und hole mir einen Fisch und verspeise ihn. Klaro? Das ist Gedör für Fische? Ich merke schon, ich muss dir alles erklären. In meiner Heimat versteht sich jeder darauf, etwas zu machen. Ich zum Beispiel, ich mache so etwas hier, Maßkonfektion, Anzüge. Hier, so etwas kann ich machen, solche Lappen. Und das ist der Mann, der machen kann Nakumboa. Und was mache ich? Ich habe Köder, aber ich habe Köder nicht zu Hause in meiner Wohnung. Ich bin vorsichtig. Ich nehme Köder und lege Köder in ein großes, großes, fernes Haus, das ich nenne Bank. Wenn ich will Nakumboa, gehe ich aus meinem Haus, gehe zur Bank, nehme Köder, gehe zu Mann mit Nakumboa, gebe ihm Köder und er gibt Nakumboa mir. Und er, was macht er mit Köder? Er, was er will. Nimmt Köder und bringt ihn wieder zu großem, fernen Haus genannt Bank. Will von mir Anzug. Er geht aus dem Haus, laufen zur Bank, nimmt Köder. Bringt zu mir Köder, geben Köder mir und ich, ihm geben dafür Anzug. Dann nehme ich Köder und lege ihn wieder in großes, fernes Haus genannt Bank. Aber warum du nicht besser machen so? Warum immer Köder?
Robby, manchmal ich dich wirklich nicht verstehen. Du das auch gebaut? Ja, machen wir in der Fabrik. Schön, nicht? Du anziehen, probieren. Aber wie denn probieren? Das ist für Frau. Um Gottes, ich zieh doch kein Abendkleid an mit einem Dekolleté. Ich bin doch nicht... In deiner Heimat Frauen nicht nackt? Schön wär's. In meiner Heimat Frauen aufgedonnert, geschminkt und schau doch einen ganzen Koffer voll. Soll ich dir mal zeigen, wie die Frauen gekleidet sind in meiner Heimat? Ja. Na schön. Also dann, nimm das hier. Wir wollen hoffen, dass es passt, obwohl... So gut? Aber was machst du denn damit? Nein, das setzt man doch nicht auf. Das sind Schlüpfer, Schlüpferchen, Slips. Anziehen musst du's. Wie denn? Komm, ich werd's dir zeigen. Gib das Bein her. Diesen Fuß, steck Fuß rein. Diesen Fuß rein, hier ins Loch. So, ja. Bravo. Und wenn wir reingeschlüpft sind, ziehen wir hoch. Tut weh. Ach wo, tut nicht weh, hochziehen. Richtig. Kneifen. Möchte ich ja. Das ist das Zeug, das du umhast. So, das war der Slip. Robby, und jetzt kommt... Wenn ich machen muss, Pipi, alles nass machen. Wenn du Pipi machen musst, dann musst du ihn ausziehen. Aber warum dann anziehen? Warum? Aber das ist die Zivilisie, das versteht man nicht so leicht. Und nun legen wir den Strumpfhaltergürtel an. Die Stripse, die Stabse müssen dann noch festgemacht werden, wenn du und hier. Tut weh. Tja, wer schön sein will, das wäre das. Und jetzt? Tut weh. Jetzt nehmen wir weg damit. Warum? Hochnehmen sollst du, weil... Schade ist es ja, aber... Bedecken. Lieber bedecken, denn sonst kann ich für nichts. Jawohl, wir bedecken sie. Mit dem BH. Dir meine Brüste nicht gefallen? Und ob sie mir gefallen, deine Brüste? Warum sie dann bedecken? Ich will sie ja nicht bedecken. Das ist so. Der Büstenhalter, er zieht sie hoch, die Brust. Hoch. Mein Brust das nicht brauchen. Ja, du brauchst das nicht, ich weiß. Aber ich kenne eine, die bei der... Und was haben wir denn noch? Strümpfe haben wir noch. Frauen in deiner Heimat, damit fangen Fische? Manchmal schon. Ja, weißt du, das kommt darauf an, auf die Art von Fisch. So, gib her. Solche Netze, sie tragen nur darum? Sie sollen auch gegen die Kälte sein, ab und zu wenigstens. Verflucht, warum denn so viele Falten? Dieser Krieger ist von deinem Stamm? Was sagst du da? Das ist doch meine Gemahlin. Was ist Gemahlin? Gemahlin. Gemahlin ist eine Sache, ein Dings, eine Person, mit der ich mache Zin-Zin. Du machst Zin-Zin mit Krieger? Aber nicht doch. Ja. Seit 21 Jahren mache ich Zin-Zin mit Krieger. Du, Robby, ich eins nicht verstehen. Hm? Warum gefällt dir Frau so gut, wenn angezogen ist? Das ist, weil es mir dann gefällt, sie wieder auszuziehen. Und es würde mir sehr gefallen, es mit dir zu tun, Freitag. Ich habe es dir noch nie gesagt, aber ich liebe dich. Ich schwöre es dir. Wer ist da? Herein. Magdu, entschuldigen Sie, es war nicht so gemeint. Es war nur ein Spiel, Signor Magdu. Schuld hat die Signorina, sie hat mich berührt. Verzeihung, Herr Doktor, ich wünsche eine gute Nacht, Signorina. Ich gehe also ganz brav zu Bett. Jawohl, ich bin vernünftig, wie immer. Ich gehe allein mit mir selbst zu Bett. Was tust du mir an? Der Schlag hat mich fast. Warum hast du mir diesen Streich gespielt? Nicht Streich. Ich kapiert, dir gefallen weiße Frau und viel angezogen. Ich jetzt weiß und viel angezogen. Gefallen dir nicht? Aber so schau dich doch gefälligst an. Schau dich mal an. Das ist doch keine Aufmachung für dich. Los, geh zum Spiegel. Tu mir den Gefallen. Ich werde fast wahnsinnig. Sieh dich doch mal an. Du siehst aus wie ein türkischer Bäcker.
Ich dich wollte befriedigen, aber du nie zufrieden, nie. Befriedigen wäre ja nicht schlecht, aber das habe ich mir anders vorgestellt. Meine linke Seite ist vor Schreck noch halb gelähmt. Freitag! 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 Komm her zu mir. Na komm schon, komm. Aber, Freitag, hast du was gegen mich? Bist du mir böse, Freitag? Na hör mal, ich stammel mir hier was ab und du machst auf stolze Lady. Hör nicht drauf, war ja nur ein Scherz. Du bist doch so reizend, weißt du. Du bist wunderschön, glaube mir. Und wenn das Zeug ab ist, bist du noch schöner. Hast du gemerkt? Ich habe dich berührt. Und unser strenger Magdu ist überhaupt nicht wütend geworden. Gott, Magdu nicht wütend geworden, weil zweiter Mond aufgegangen. Der zweite Mond. Der zweite Mond ist aufgegangen. Aber wenn das mit dem Mond, das hieße ja praktisch, da wäre ich ja oben auf. Wie soll ich das am besten sagen? Dann könnten wir ja, du und ich... Zinssinn machen. Ja. Aber bei euch macht man so? Ja. Und nur so? Ja. Tja, bei uns, weißt du, nicht. Bei uns ist anders bei uns. Ja? Nun ja, die Sache mit der Nase, und die machen wir niemals, verstehst Nein? du? Nein, bei uns die Frau... Eine Frau, die machen will, Zinssinn. Und du willst doch hoffentlich Zinssinn machen. Ja. Also bei uns die Frau, was soll ich dir zeigen? Ja. Also bei uns die Frau legt sich so hin, ganz entspannt. Und Mann? Der Mann? Der Mann, der... Und der fängt an, zur Bestie zu werden. Er spreizt sich wie ein Kondor und auf einmal stößt er nieder wie ein Vorschlaghammer und beginnt mit einer Heftigkeit zu... Tja, was? Ich erinnere mich nicht mehr. Weißt du, ich bin inzwischen ein wenig aus der Übung. Es ist zu viel Zeit vergangen inzwischen. Und vor allen Dingen wollen wir nicht die Angst vergessen, die Angst noch vom ersten Mal, als ich damals Zinssinn mit dir machen wollte und du mir mit den Worten Muguk Nini Proha einen Schlag auf den Kopf gabst. Apropos dieses Wort vor dem Schlag, hast du es zu mir gesagt oder zu der Wurzel dieses Muguk Nini Proha? Muguk Nini. Muguk Nini. Ja, wir immer sagen Entschuldigung zu Sachen, bevor wir gebrauchen, einschlagen jemand Kopf. Nehmen wir Beispiel Muguk Nini Proha, das heißt, entschuldige Wurzel, dass ich dir wehtun lasse. Aber zu mir hättest du auch so etwas sagen können wie Verzeihung. Muguk Nini Proha. Dieser Gentleman. Krieger meines Stammes. Mundingo, mein Verlobter. Der hat mir ja fast die Nase demoliert mit seinem Schraubstockgriff. Was hast du ihm gesagt? Dass ich bin verliebt in dich. Motisiskamokapoga. Jawohl. Was hat er gesagt? Er sagen jetzt, er wird dir zeigen. Na wunderbar. Und was macht er nun? Er sucht für dich Stein. Aha, wie zuvorkommend. Nein, wenn ich bitten dürfte, den etwas kleineren. Tauschen Sie ihn um? Nein, Senior, der vorige war besser. Erlauben Sie, ein wenig zu groß.
Mugugnini Bolba. Mugugnini, hat er gesagt. Wohin? Entschuldigt, ihr könntet mir freundlicherweise verraten, wohin beliebt ihr mich zu bringen? Nur auf die Insel von meinem Stamm. Der große Häuptling, er muss machen die Entscheidung. Eine Frau und zwei Männer, nicht möglich. Wir wollen es aber auch nicht überspitzen, finde ich. Und die Wahrheit, die soll man nehmen, wie sie ist. Warum gehen wir nicht wie bei uns ein schönes Dreiecksverhältnis ein, à trois? Was à trois? Trois, das ist Französisch. Aber gemacht wird es überall. Statt ein Paar zu zwei zu bilden, bildet man es eben zu dritt. Zum Beispiel bleibst du eine Weile bei mir und eine Weile bei ihm. Goforidago. Bahugu managashi, agulu manazin zin, bahugu mani, agulu shumara. Ja, genau. Bahana ganamasi. Ja, ganamarashi. Mugugnini barbu. Nein, kein Mugugnini. Ich nehme alles zurück, Senor. Ma che ho fatto? Entschuldige, was sagt Winnetou? Großer Häuptling, klug und weise, er sagen, wenn du haben willst, mich, du musst machen Wettkampf mit Mandingo. Ich? Mit diesem Superman? Entschuldigung, euer Ehren, ich habe meine Entscheidung bereits getroffen. Dieses Mädchen, das ich mir schmeichle, gut zu kennen, kann nur die Frau sein von diesem jungen Mann. Sie werden prima miteinander auskommen und sehr glücklich sein, was mich betrifft, Chef. Ich schnappe mein Kanu und fahre zurück nach Italien. Arrivederci. Alles längst beschlossen. Und wenn Sie mir nur noch den Weg beschreiben, was ist? Was ist mit denen? Sie haben sich widersetzt, Befehl von Häuptling. Wunderbar, Präger Manitou, ich bin begierig, diesen Wettkampf zu nehmen. Ja, ja. Wie ihr wünscht. Probe, poetische. Was ist das Poetische? Ein jeder von euch beiden muss sprechen mit poetischer Zunge. Was hat er gedichtet? Wenn die Sonne glühet, heiß ihr Funken sprühet. Robby, jetzt du. Ich? Ja. Moment, Sekunde. Aus Dantes göttlicher Komödie. Also, auf halbem Weg des Menschenlebens fand ich mich in finsterem Wald verschlagen. Sei so gut und übersetze mich bitte, ja? Haushika ma shahiki hakuna shama manaki haushiki ma kabaki hakushi makabagaya. Jetzt kommt Probe mit glühenden Stein. Wer kann besser laufen mit glühenden Steinen auf Hand, ohne schreien? Aha. Robby, du gut darin. Abwarten. Ja.
Ich, wieso? Ja. Wenn Sie vielleicht so freundlich wären. Nein! Was ist das? Die Sendung noch mit Blockhit? Wie viele Punkte habe ich gemacht? Jetzt kommt die Fastenprobe. Fastenprobe? Ich habe doch schon 7 Tage nichts gegessen. Gewinnt wer am längsten aushält ohne Essen? Das ist gegen die Genfer Konvention. Machen wir endlich Schluss mit dieser widerlichen Farce. Ich bestehe auf einem Gespräch mit dem italienischen Konsul. Wo steckt er? Bist du verreist auf Staatskosten? Der soll auch mal was tun. Niemand hier, der sich bei der Gewerkschaft für mich verwenden will. Moment. Entschuldigen Sie, Küchenchef. Bitte, Signor. So werden Sie mich noch versalzen. Ich bestehe darauf, dass einer von Ihnen telefoniert. Wählen Sie 112 oder verlangen Sie die Feuerwehr. Hören Sie, Herr Küchenchef, das... Stopra! How have you? Was denn nun? Ich gebe zu bedenken, dass ich noch ein bisschen bissfest bin. Ich bin noch gar nicht gar.
falsche Garnierung. Abra! Freitag! Freitag? Freitag. Du zufrieden? Was heißt zufrieden, wo sie drauf und dran waren, mich in diesem Bottich da gar zu kochen? Aber was du reden, das war doch reinigendes Bad für unsere Hochzeit, Robby. Hochzeit, aber ich... Ja, Häuptling so entschieden. Ich, dein Frau. Aber ich habe doch alle Wettkämpfe verloren. Gerade darum. Mandingo, starker Mann und Krieger. Er doch nicht nötig, Frau. Du schwach, du nötig, Frau, die dich pflegt. Und nun Robby und Freitag. Zusammen. Für immer. Für immer zusammen. Agadaba, zin, zin, Bobo, zin, 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 zin. Was hat er gesagt? Der Brigadier, der Kommandant? Wir machen zin, zin hier. Wie denn, was denn? Ja. Was denn hier? Vor allen Männlein und Weiblein? Ja, Robby, so ist die Sitte bei unserem Stamm. Wenn zum ersten Mal glücklich sind Bräutigam und Braut, dann alle zusehen. Teilhaben am ganz großen Glück. Du mach ihn glücklich, Freitag. Du mach ihn mich glücklich. Du mach mich glücklich, Robby. Ja. Ich mache mich glücklich. Oh, Robby macht glücklich. Meine Herrschaften, entschuldigen Sie. Ich will ihn ziehen, ziehen. Uno momento, gleich haben wir es. Sie sollen auf ihre Kosten kommen. Ich brauche nur noch ein wenig Konzentration. Und jetzt... Verehrte Zuschauer, könnten Sie nicht für ein Viertelstündchen die Äuglein schließen? Nein? Freitag, ich muss dir etwas anvertrauen. Ich habe das Gefühl, dass bei so viel freundlicher Anteilnahme ringsumher schaffe ich es niemals. Du bitte keine Sorgen machen, Robby. Nicht mehr Sorgen machen. Mach ich mir aber. Robby und Freitag. Ja? Noch sehr viel Zeit haben. 6 Monate später war ich völlig in die Sitten und Bräuche des Stammes integriert, sodass ich sogar hochqualifizierte Arbeiten verrichtete. Robby! Robby! Zin, zin! Zin, zin! Ah ja? Makuba! No, Makuba! Makaki! Makaki! Wie schön. Wollen wir hier? Ja. Du bist doch sicher, dass uns hier keiner zusieht. Nein, niemand. Wirklich? Oh, endlich. Es ist wie ein Traum, mit dir allein zu sein. Ah, bunga, bunga, la. 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 Ah, bunga, bunga, la.
Freitag, hast du nicht gehört? Sie haben einen großen Haifisch gefangen. Gehen wir nicht auch hin? Nein. Nein, wir bleiben. Wozu? Du mich fragen, wozu? Aber Robby, wir endlich allein. Robby, wir allein. Zin, zin, so wie du willst. Ohne dass zuguckt jemand. Großer Gott, aber bist du auch wirklich sicher, dass niemand zuguckt? Freitag sicher diesmal. Ja. Amore, amore, amore. Amore, oh. Amore, amore. Amore, Montra, Freitag. Oh, ich möchte nicht. Übertreiben möchte ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass an mir etwas vor sich geht. Ich deformiere. Entschuldige, Freitaghähnchen. Ich überblicke die Situation nicht mehr. Oh. Oh. Das ist die Fußballübertragung, die Konferenzschaltung. Sie übertragen Minute für Minute. Das ist die Partie. Gib zu Mazzola nochmal zu Anastasia. Von Ciotti aus Olympico. Schießt, Robby. Und vorbei. Makim Bakaba Kabongo. Liegen lassen. Oh, mein Liebstes, es spielt noch. Ach, du mein Radio, das Radio. Und eine Illustrierte und eine Coca-Cola. Ganz geblieben im Magen des Haifischs. Unglaublich, nicht zu fassen, Makuba. Mugnini Makaba. Und eine Coca-Cola. Wo ist der Chibaba? Ach, was das ist. Wasser, eine Säure mit Phosphor, Extrakte aus Pflanzen, Koffein, Aromastoffe, Kohlenanhydrid gefärbt, angereichert mit Karamell. Dogodaba! Nein! Dogodaba! Sieht aus! Aber nun wissen, nicht alles auf einmal, Capito. Mein liebes Drittemann-Radio. Gut, was? Das schmeckt. Hey, Meister, ist man noch nicht dran gewöhnt? Welch ein Glück. Aber die Batterien werden langsam alle. Robby! Das ist dir. Robby, kommst du nicht? Hey, was willst du? Siehst du nicht, dass ich lese? Mal sehen. Unglaublich, nicht zu fassen. Das Spieler Paro Renzabora hat sich wieder verliebt, und zwar in Gianni Bocapagni. Verstehst du ja nicht. Abo Oberhuba, Abra Hue Hue, Zinzin Bocapagni. Deshalb muss die bekannte Rundfunksendung Zufriedenheit für alle abgesetzt werden. Eine Sendung, die Millionen Italiener erfreut. Durch einen Skandal, der wie ein Blitz alle Rundfunkhörer getroffen hat. Die beiden bekannten Disc-Jockeys sind in unmissverständlicher Position nackt fotografiert worden. In einem Hotel in Civitavecchia. Die beiden streiten natürlich alles ab. Auch Maria Angela Maletto, die Ehefrau behauptet das Gegenteil, in einem sehr tätowierten Dementi an die Ansa. Oh nein, was für Nachrichten, Mamma mia. Nein. Die Operettendiva Mina wog im August 120 Kilo. Freitag, Makoki, Mandingo, Makaiki, Akauka. Übersetzung. Freitag und Mandingo ließen mich in ein Kanu einsteigen, das für lange Überfahrten ausgerüstet war. Und nach einigen Stunden brachten sie mich zurück auf die Robinson-Insel. Aber meine Gedanken waren woanders. Ist Patti Bravo ein Mann oder nicht? Hä? Ah ja. Vieles spricht dafür, dass Patti Bravo... Siehst du unsere Insel, Robby? Hä? Ja, doch, ganz hübsch. Aber seine letzte Liebe versichert, dass... Oh, nicht doch, mein Gott. Die Raffa ist zu Telemalta durchgebrannt. Was ist ein Ding? Raffaella Carra, die Soubrette des italienischen Fernsehens, auch die Frau mit der Paprikastimme genannt, türmt plötzlich zu Telemalta. Die Ursache dafür scheint ein neuer Liebhaber von Raffa zu sein. Es ist wahrscheinlich Anna. Mamma mia! Ach, die Seite fehlt. Jetzt werde ich nie erfahren, mit wem die Raffa durchgebrannt ist. Wer es sein könnte? Antonioni. Nein, nicht Antonioni, der Regisseur. Antonioni, der Fußballer. Oder Antonelli? Nein, Andriotti!
Jetzt, du kannst treffen, deine Wahl. Ich? Dann wähle ich Andreotti. Roberto! Mach du, Magda! Roberto! Mach du, aber das ist Magda! Rabi! Da ist er! Rabi! Magda! Magda! Das ist Mama Magda! Mit dem Boot! Magda! Robby! Mama Magda! Mama Magda! Roberto! Magda! Magda, mit wem ist Rafa Cara durchgebrannt? Mit Michelangelo Antonioni? Mit Antonioni, dem Fußballstar? Oder mit Antonelli? Sag mir's, ich flehe dich an! Ist es wahr, dass vom 1. Januar an Telequiz eingestellt werden soll, ja? Also tun Sie doch was, er trinkt mir. Ach, warte auf mich, Liebster, nicht bewegen. Rühr dich nicht, deine Magda kommt. Oh Mann, Robin, nein. Magda, wie hast du es nur geschafft, mich zu finden? Oh, ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass du noch lebst. Ich habe nie aufgehört, auf dem Meer umherzufahren. Bravo. Plötzlich an einem schönen Tag ist eine Brieftaube eingetroffen. Mit der Nachricht, dass ein weißer Mann hier auf der Robinson-Insel lebt. Nicht wahr, die Taube hast du mir geschickt, mein Lockenköpfchen, hast dir einen Afro-Look zugelegt. Eine Brieftaube ist gekommen? Ja. Warte einen Moment. Wo bist du hin? Wir haben es doch eben erst wiedergefunden. Verlass mich nicht! Kommst du her? Freitag, du. Die Taube hast du doch geschickt. Warum hast du das getan? Weil ich wollte, dass du glücklich bist. Aber Freitag, warum hätte ich hier nicht glücklich sein können? Hier mit dir auf deiner Insel. Und jetzt sind sie mich holen gekommen. Und ich muss gehen. Nein, Robby. Du musst nicht gehen. Du willst gehen. Mugognini, Freitag. Vielleicht ist es besser so. Weißt du, es ist besser, dass ich dort lebe und du hier. Wir sind zu verschieden, ich und du. Ich bin ein Weißer und du eine Schwarze. Nein, Robby. Ich Schwarze. Du Krobor. Und was heißt das? Kruboa? Scheiße! Vor allem kreieren wir eine neue Kollektion. Sie wird unter dem Namen Robinson laufen. Was hast du denn da so lange gemacht, Robin? Ach, weißt du, das erkläre ich dir später. Du hättest sie auffordern sollen, mit uns zu kommen. Du weißt doch, dass wir dringend ein Beachmädchen brauchen. What are you playing for the future? My husband doesn't speak English, aber er ist ein guter Junge. Nicht wahr, Schatz? Du freust dich, dass ich dich holen gekommen bin? Ja, sehr schön. Jetzt noch eine Aufnahme. Von vorne, ja. Bitte. Mhm. So, ja. Moment. Mein Liebling. Und wie er sich schon freut auf zu Hause und auf seine Magda, nicht wahr? Freitag! Freitag! Aber Robby! Hey, Netz auswerfen! Fisch steht auf!